Ihr habt uns Beichte reingeschickt. Wir haben die erste Beichte und das ist... Ich beichte, dass ich einen Crush auf meinen schwulen Lehrer habe. Heißt das, du bist selber schwul? Selber schwul, ha? Okay, also du hast einen Crush auf deinen schwulen Lehrer, okay. Ich, M, beichte, dass ich vor vielen Jahren eine Minecraft-Freundin hatte. Ich hatte nach Discord irgendwann ihre Nummer und wir haben Bilder von uns geschickt. Sie von Google, wie ich später erfahren habe. Ich habe ihn relativ früh gemerkt, dass es sich wahrscheinlich um einen Troll gehandelt hat und es wahrscheinlich ein 50-jähriger Mann war. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 11 Jahre. Du warst 11 und hast mit einem 50-jährigen Mann gechattet und du dachtest, es wäre eine Frau. Okay, das ist krass. Ich mache mit 5 Accounts Clankrieg in Clash Royale. Digga, das ist halt safe echt. Das ist safe jemand, der so den ganzen Tag zu Hause sitzt. Aber wie macht man das dann? Wechselt man auf verschiedene Handys oder hat man das auf einem Handy? Einfach andere Accounts. Ich, M16, beichte, dass ich mich bei meinem Praktikum einen Crush auf ein ganz anderes Girl hatte, was auch dort Praktikum gemacht hat. Am vorletzten Tag bin ich dann ganz normal auf Klo gegangen und nur leider aus Versehen ins Damenklo. Und als ich dann fertig mit dem Scheiße war und gerade im Stehen am Abwischen war, kam sie rein. Die hat mich zuerst ausgelacht und dann beim Chef gemeldet. Wurde am selben Tag noch vom Praktikum rausgeworfen, habe eine Anzeige wegen Belästigung bekommen und sie habe ich nie wieder gesehen. Der Typ hat ja wirklich sein Praktikum komplett verschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes verschissen. Aber ich bin auch schon mal aufs falsche Klo, du auch? Nein. Ich beichte, dass ich blond bin und mir die Hand beim Volleyball gebrochen habe. Was hat das Blondsein mit der Beichte zu tun? Ja, ich beichte, damit ich 3 Schulstunden lang an einer Schulaufgabe saß, damit ich eine 5 schreibe. Hey, sie hat gestudied 5 Stunden lang, aber das mit damit check ich nicht. Ich weiblich 14 beichte. Digga, beichte, damit ich weiß, damit, oh mein Gott, fuck mich das ab! Damit Krusty vor der Nonne Wallach aus Conjuring Angst hat. Ha? Hä? Ich check gar nichts mehr, was ist denn das? Keine Ahnung. Ich mach jetzt den Link auf. Bro! Warum ist das in der Beichte drin? Ich habe einen Twitter-Account nur, um Elon Musk mit Oleg zu kriegen. Du kennst doch Oleg, oder? Falls nicht, er heißt mit vollem Namen Oleg meine Eierarmen. Okay, also der kann kein Deutsch, deswegen wirst du ihn damit niemals dran kriegen. Aber okay, ich respektiere den Grind. Ich habe meinen Freund abgespuckt, er hat es nicht bemerkt. Digga, aber also auf heimlich hast du es ihm dann nicht gesagt. Ja, wie du also. Und wie ich heute Nacht, was? Ich beichte, dass ich früher Zungenkuss mit meinem Bruder gemacht hatte. Ich muss beichten, dass ich mir mal bei meinem Kumpel auf seinem Bett einen gejaxt habe. Die ist von mir. Ich beichte, dass ich zu Halloween als Adolf kostümiert gegangen bin und ein Opa zu mir das böse Sprichwort gesagte. Opas und Omas different, die juckt auch gar nichts, glaube ich, ne? Ich habe mal bei meinem Homie seine Mutter never, ist ein Champion. Hentais mit H, größer normale ist schon eine Beichte, weil das ist nicht true und es ist weird. Ich habe heimlich meiner Freundin beim Umziehen zugeguckt, XD. Bro. Ich hab das halt gemacht, einmal oder so. Ja, so schlimm ist das nicht. Natürlich sollte man das nicht machen, aber ich hab das gemacht halt einmal. Einmal nur oder mehrmals? Einmal. Seien wir jetzt ehrlich. Einmal. Ich beichte, dass ich bei meinem Peach-Plüschtier ein Loch an seinem Po gemacht habe und dann sie gefickt habe. An seinem Po. Ist jetzt Peach ein Junge oder nicht? Ich hatte in meiner Englisch-Freizeit, also wir hatten so eine Englisch-Klausur, dachte jetzt, ich hab's auch gemacht. Ja? Nein. Also da war so ein Teddybär von der Gastfamilie, bei der wir untergekommen sind. Und der hat dann so gesagt, so, ja, da ist so ein Loch. Komisch, warum ist da ein Loch? Und ich so, ja, das ist wahrscheinlich, weil da drin so ein Quietschding war oder sowas und das rausgenommen wurde. Und dann hat der nachts mich gefragt, ey, Tjan, stört sich das, wenn ich das jetzt nehme? Und dann habe ich mir schon gedacht und dann habe ich so gesagt, ja, mach mal nicht. Und der hat das halt nachts, habe ich dann gehört, wie es so über mir ist, war so ein Hochbett, ich war unten, der war oben. Er hat halt so rein, also reingefragt. Da ist doch was denn? Und am nächsten Tag war der Bär woanders. Ich, M17, Österreicher und wichtiger Mod. Auch Tjan-Mod, aber inaktiv. Weiß, dass ich großer Enjoyer des menschlichen Körperteils Fuß bin und alles dafür tun will, dass Krusty mir ein Bild von seinen Füßen schickt. Ich will es ihm schicken. Ja, okay, Simplifuse, die DMs sind offen. Warte mal, stopp, bevor das Video weitergeht. Du hast noch nicht geliked und hast noch nicht diesen Kanal abonniert. Es kommen hier regelmäßig Videos und Reactions, also was soll denn das? Jetzt geh mal runter und mach das, was du zu tun hast. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Ich, M16, beichte, dass ich meinen Freunden erzählt habe, ich hätte NNN gemacht, 9. November gemacht, habe es aber nicht gemacht. Das haben so viele gemacht, safe. Also, das ist die most casual Lüge im November. Ich stell mir mal vor, wie ich mit Sophia... Bro! Zähler, die ist von Velgo. Oh Mann, das ist halt safe echt, ne? Ich M17, tut nichts zur Sache. Beichte, dass ich Füße nicht attraktiv finde, based. Digga, das ist eine krasse Beichte, actually. Ich M19 beichte, dass ich mal mit 6 oder 7 hinter die Couch meine Großeltern gekackt habe. Scheiße.
bis heute nicht, ob die das herausgefunden haben, aber wusste so sehr, weil das Bad besetzt war. Glaubst du das echt? Ja, safe. Safe. 100%ig. Digga, was müssen sich denn dann die Großeltern denken? Ja, als 6-7-Jähriger denkst du vielleicht, das wird niemals herausgefunden. Ich habe einen Crush auf Krusty, aber Angst, das zu gestehen. Ich bin 13 Jahre alt und habe eine Sammlung von Bildern von ihm, die bei mir an der Wand hängen. Hä? Ich beiße, dass ich meinen Popel mit meinem Ohrenschmalz mische und aufspare, damit ich das später als Pudding essen kann. Doppelpunkt O. Alles für die Proteine. Power! Oh mein Gott. Würdest du deinen Ohrenschmalz essen plus Popel? Nein. Also für Geld ja, aber nicht freiwillig. Ja. Average Tian Food Combo. Das stimmt nicht, Fenster. Doch. Mit Reis dann aber, ja. Ich beichte, dass ich, als ich 7 war, da so immer mit meiner Schwester nach der Schule, wenn wir alleine waren, im Bad und wir dann wilde Dinge taten, for real. Hä? Mit seiner Schwester? Oh mein Gott. Waren halt klein. Sandro! Das Ding ist, Leute, das ist safe echt, auch vor allem, weil er auch for real dahinter schreibt und so. Das Ding ist, die waren 7, da haben die halt noch nicht gerafft, was es ist. Die haben halt einfach gedacht, das tut gut. Man muss experimentieren. Sandro, du trollst. M15 beichte, dass wenn ich irgendwas kaputt mache, immer auf meine Katze schiebe. Oh. Ja, aber das Ding ist, das ist ja auch smart, weil du kannst ja, dein Haustier kann ja nichts sagen. Da, als du im Gym warst heute, dachte ich, Fabos Sohn streamt. XD. Sehe ich aus wie Fabo? Schon irgendwie beide fett. Okay, lass doch jetzt die beiden in Ruhe. What the fuck? Pipo Happy macht's besser. Ich beichte ein NPC zu sein. Gibt's einige bei mir im Chat. Habe mal meiner Lehrerin ins Pausenbrot gespuckt, während sie auf Klo war. Dafür war, dass sie mir eine 3 Minuten für 17 von 21 Punkten gegeben hat. LG Harvey. Ich kenne noch eine krasse Story. Meine Schwester ist in der Klasse von meiner Schwester. So, Digga. In der Klasse von meiner Schwester. Da ist einer extra jemand in Hundescheiße gelaufen, um die Hundescheiße dann abzukratzen mit dem Löffel von so einer Teetasse von der Lehrerin. Hat das abgekratzt und hat den Löffel dann in die Tasse reingemacht. Oh mein Gott. Ja. M18 war in der Disco und habe da ein Girl kennengelernt. Wir haben dann irgendwann angefangen rumzumachen und sind dann aufs Klo zusammengegangen. Als wir da waren und ich ihr die Hose ausgezogen habe, während des Fingerns habe ich mega den Furz abgesetzt, worauf ihr beide extrem Lachflash bekommen haben und das alle im Flur gehört haben. Darauf haben wir die ganze Zeit auch random Lachflash bekommen, wegen jedem Bullshit. Als wir fertig waren, bin ich mit ihr rausgegangen, da stand meine Ex-Freundin. War dann keiner awkward, als sie mit ihrem Freund da stand, wir uns angeschaut haben und sie dann mit ihrem Freund in die Toilette neben uns gegangen ist. Hab später mit ihrem Freund paar gebechert. Das ist cool. Das ist cool. Das ist eine coole Beichte. Ich beichte, dass ich feuchte Träume von Krusty habe. Also keine Arschritze mehr zeigen jetzt. Okay. Ich bin sehr eifersüchtig auf alle männlichen Freunde einer Freundin. Aber willst du noch was von deiner Freundin? Ja, ne? Ich habe mit 9 angefangen, Pornos zu schauen und ab 11 angefangen, auf die Mädchen aus meinem Umfeld einen runterzuholen. PS, auch kleinere. Ha! Bro! Ich habe mal, ja, angefangen, also ich mache nicht mehr, aber ich habe mal mit 10, das darf ich nicht erzählen, was ich gegoogelt habe, das ist so peinlich. Meine Mom hat das gesehen auf meinem Laptop, was ich gegoogelt habe. Ich habe oben bei der Adresszeile eingegeben, ne? Knutschi.de Punkt D! Knutschi.de Ja, ich wusste nicht, wie man sowas findet. Und dann hat meine Mom das gefunden. Und hat mir richtig Anschiss gegeben, ne? Ich weiß nicht warum, die war richtig sauer. Ich weiß nicht warum. Ich habe mit der Ex-Freundin von meiner damaligen Freundin geschlafen. Die haben sich über MC kennengelernt. Danach hatten wir E bis F plus über fast ein Jahr. Was ist E bis F plus? E's Community angesneakt. Nacktskin ausgewählt. Mit so Overlay, mit so Klamotten. Ich 17, zum Zeitpunkt der Geschehnisse. 14 Jahre alt, war bei den Bundesjugendspielen so horny, dass ich einen Girl mit der viel zu kleinen Hose aus meiner Klasse so oft lange auf den Arsch geschaut habe, bis ich so viel Druck hatte, dass meine 8. Klasse Arsch auf dem Heimweg auf eine Parkbank in einem Art Buschtempel exen musste. Post-Nut Clarity hat gehittet und ich habe realisiert, dass ich in einem Buschtempel auf eine Parkbank gespritzt habe. War noch nie so down bad. Um die Bank nicht zu beschmutzen, hatte ich noch ein Blatt hingelegt und wollte auf das Blatt aimen, aber habe halt komplett. Du kannst nicht aimen, wenn du das machst. Ich habe mir ein Minion-Plüschtier in den Arsch reingeschoben. Das glaube ich. Ich habe in der Schule in die Hose geschissen, weil die Lehrerin mich erlaubt hat, aufs Klo zu gehen. Oh mein Gott, weird Sham. Digga, aber das ist voll böse. Ich bekomme immer einen Steifen, wenn ich von Frauen die nackten Füße sehe. Fußfetisch. Als ich 6 war, habe ich mit meiner Cousine gespielt. Cousine 5! Ich habe mal auf Krusty masturbiert. Not my proudest fab, but definitely my best one. Ich beichte, dass ich in der Schule mal so richtig Durchfall hatte und daher aufs Schulklo groß machen ging. Das Wasser der Toilettenspülung reichte nicht weit hoch genug, um alles wegzuspülen, noch nie so schnell gerannt.
Ich, männlich 15, beichte, dass ich mir vor jedem Treffen mit meiner Freundin einen hobel, damit ich nicht die ganze Zeit das Bedürfnis habe, ihre Tatas anzufassen. Was sind Tatas? Funktionieren tut's leider nicht, wodurch meine Taktik wenig Sinn macht. Ich mach's trotzdem. Ich hasse Gomade, es ist so ein Dreckserver. Kranke Beichte. Ich hab mit Sophia gepusst. Cool. Ich, M18, beichte, dass ich für Sophia simpe. Okay. Essen im Wert von 50 Euro bei Lidl geklaut. Wow. Ich habe so viele Freunde, die regelmäßig bei Supermärkten klauen. Ich find's nicht gut. Ich weiß, dass ein Stuhl mit Desinfektionsmittel für mehrere Minuten zum Brennen gebracht habe. Okay. Ich weiß, dass ich mal jemanden ins Klo geschubst habe und er hat Kot an der Hose hatte. Bro! What the fuck? Ich weiß, dass ich während diesem Stream schon mehrmals masturbiert habe. Ja, okay, geht auch schon 7 Tage. Ich habe mich eingepisst und habe dann gesagt, dass das Design der Hose ist. Oh, ey, die Ausrede habe ich auch einmal gebracht. Echt? Ja, ja. Hast du dich mal eingepisst? Nein, das war ein Joke. Ich bin vor einer Präsentation zum Natten auf das WC gegangen, weil mich ein Mädchen horny gemacht hat. Als ich 8 war, habe ich Nacktbilder gegoogelt und weil ich nicht wusste, wie man den Verlauf löscht, habe ich das iPad, auf dem ich das gemacht habe, für mehrere Monate versteckt. Ja, oh mein Gott! Smart. Nein! Doch. Aber Digga, man wird's dann noch herausfinden. Ja, warum? Bis das dann gecheckt hat oder boom. Okay, wir haben alle Beichen durch. Bam. Und checkt unser anderes Video ab. Wir haben uns da eure Entbannungsanträge für den Streamer geschaut. Deswegen klickt mal hier drauf. Tut, was euch zusteht.